Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte von Thüringen. So, Frage Nummer 4. Muss überlegen. Sonntagnachmittag. 15 Uhr. Und schon alle einen schönen Sonntag. Wir ernten weiter auf Feld 38 Raps. Noch nicht fertig. Wir haben jetzt aber schon einen Großteil abgeerntet. Aktuell noch das Superfeld 38. Wir werden auf Feld Nummer, keine Ahnung, Nachbarfeld. Und haben wir nicht lange. 49 werden wir. Entschuldigung. Werden wir noch kalten. Die Jungs sind teuer hier. 4000 Lohnkosten sind schon heftig. Das macht nichts, ne? So, dann werden wir mal gleich mal starten, und zwar einer von uns. Wieso hängt er jetzt fest? Im Grunde können wir hier an der Ecke starten. Nur Gas geben und geht schon. Nicht. Geht nicht. Oh, einfahren. Wir sind sportlich, ne? Der ist leer. Müssen wir auffüllen. Da starten wir auch. Wir starten. Hinstellen. Beeilen. Wir müssen Nachschub holen. Kalt rechnen. Läuft bereits. Also müssen wir den alten Kurs mal löschen. Wir fangen hier vorne an dem Feld. Ist aber Eingang an, in die Ecke, geradeaus gleich. Wo er gleich Kurve fahren muss. So. Da ist der Kurs. Alten löschen. Kursgenerierung, Feld 49. Zwei Vorgewände machen wir ruhig. Drei. Zurück. Ich kann ja gleich loslegen. Ey, du Sau. Das ist nicht so ein. Das Season soll auch mit dem Wind eine Rolle spielen. Heißt, wenn starker Wind wehen würde, theoretisch, würde man das kalken. Naja, das wäre nicht so effektiv, ne? Aber da müssen wir rausfinden, die Erfahrung wir machen. Die Zeit ist ja so, dass wir aktuell den Wind nicht so richtig erkennen können. Nur halt die Bäume bewegen die halt ein bisschen, ne? Aber die Windrichtung kannst du hier erkennen zur Zeit. Jetzt wo er leer ist, könnt ihr auch Raps mitnehmen, ne? Aber das ist ja zu kalt vorgegeben jetzt. Man kann alles mitfahren. Dünger, Saatgut. Ups. Da war eine Böschung hoch. Wollte ich gar nicht. So. Da fehlt der LKW. Der kostet jetzt aber auch Geld, ne? Wir müssen ein bisschen abkürzen. Ups. Wollen wir ganz kurz kalt nachholen. N wollte ich drücken, N.
EV. Oh. Kostet mir Geld. Holz haben wir auch noch so liegen, aber Holz brauchen wir wie LKWs. Ja, ist fast voll. Stell dir von vorne ein. So. Die sind beide so voll, da kriege ich jetzt mal nicht alles rein. Dann bin ich gleich hinter mir fahren. Die sind ein bisschen träge, die Traktoren, ne? Die mögen das nicht. Es geht so bergauf und so schwere Last drauf. Last. Die Zeit vergessen. In der vierten Folge war sie die Zeit. Wir sind gleich in Seiten. So, der erste Mal schon entladen. Das war mal klar. Aber das soll nicht abhalten. Warten. Wir müssen warten, bis er leer ist. Es gibt hier noch größere Felder. Auch die werde ich mal eines Tages besitzen. Wahrscheinlich dauert das sehr lange. Wüste, vom ersten Ende fast fertig. Und raus weg. Das ist komisch. Jetzt macht er wieder recht nicht weg mähen, ne? Mähen wir im Draschen. Jo. Wie gesagt, die größeren Felder, die kosten ein bisschen was, ne? So wie Feld 40 zum Beispiel oder Feld 13 zum Beispiel preismäßig. Feld 40 wäre ein bisschen größer wie 38, das kostet 3,3 Millionen, fast 3,5. Die 41 wäre der nächste Schritt, eigentlich von, weil ich eigentlich ganz gerne Felder in ein Stück haben will, also oder hier 53 kann man sich wieder zulegen, weiß ich wieder, das wäre auch, naja, von der Größe her, ja, 3 Millionen. Ja, da kann man sich über die 54 kaufen, da kostet aber 1,2 Millionen. Ja, oder die 37 kostet auch wieder 1 Million. Da wäre die 41 noch richtig bezahlbar. Oder die 42. Es kann auch daran liegen, dass die Felder etwas, sobald die besser geformt sind, so wie die 13, ist ja fast schon quadratisch, die kosten 6 Millionen. Ne? Oder die 11, 7. Utopisch, weit weg. Da werden wir, ja, also die 41 ist das nächste Ziel, denke ich mal, das ist bezahlbar. Aber wir brauchen noch einen weiteren Drescher, damit wir hier schneller vorankommen. Der schwarze ist auch bald voll, der schwarze Drescher. Entschuldigung, was gehört habt. Lock, Uhrzeit. 8:45. Ich hab zum Glück noch Urlaub.
Urlaub. Auch notwendig. So, dann gleich in Leeren fahren. Oder kalt wollte ich hinfahren. Das dauert nicht mehr lange. Das dauert auch nicht mehr lange. Der ist fast leer. Dann brauchen wir fast 50.000 Liter vor so einem Feld. Boah, der Wahnsinn. Immer die Innensicht. Ein bisschen angenehmer zu fahren. Besonders da, wo die Bäume sind. Tut. Wie gesagt, der Plattenweg sieht schön glatt aus, aber der Plattenweg ist aber nicht das, wo er fährt, sondern das ist eher so optisch. In Wahrheit fällt er da, wo das Gelände eigentlich ist. Deswegen ruckelt er so stark. Wenn das mir gehören würde, würde ich das mal verarbeiten, aber das gehört mir doch nicht. Jetzt bergab, läuft der ruhige. So. Dürfte gleich der Kalk vorher leer sein. CB-Funk wäre nicht schlecht. Aber Cosplay-Fahrer kann damit eigentlich reden, ne? Aber wehe dem doch. Wenn er eine Computerstimme sagen würde, du, ich bin ja nur aber noch letzten Liter, muss aufgefüllt werden. Ne? Noch wird komplett schriftlich. Aber irgendwann kommt er gleich auch der Stimme. So. Da wäre der Clou daher, wenn er stimmt. Kaum kann sich jemand Navi. Würde ich auch nicht antun, dass ich hier zum Beispiel an dieser Bohlen haben würde hier. Aber ich könnte mir vorstellen, dass einige das machen. So, da ist nämlich genau. Von der anderen Seite. Schade, dass er den automatisch hoch macht. Ne? Jetzt kommt die Meldung, blockiert einen Weg. Ja. Aber was nicht kommt, Plane wird nicht geöffnet. Mal auf. Denn da, mal auf. Dann muss ich aussteigen. Muss ich kurz entlassen und selber eingreifen. So, wie ist es raus? Der Raps. Ob das gut. Kann man ja eigentlich darlegen, dann kann man noch einen Drache kaufen. Kurz überlegen. Nö. Hab schon 3 Millionen Schulden. Du. Ja, das war verkehrt. Dafür kann er nichts, mein Fehler. Dann würde er mal den ganzen Weg normal tanken und würde hier wieder melden, ich bin voll, er leer. Doppelt zählt aber nicht. Liegt aber daran, dass er steht im Programm Beginn B.1. Er muss anders wegfahren. Jetzt kann es sein, dass er im Weg steht. Sehr wahrscheinlich sogar.
Aber aus. Kosten sparen. So, im ersten Wegpunkt ist von dem mal verkehrt. Aktuell. Jetzt passen wir Wegpunkt. Genau, hier muss weitermachen. Leider können wir kein Geld leihen. Das sieht gut aus. Der Raps ist ja damit fast durch. Also spätestens zur nächsten Folge. Das heißt, jetzt haben wir Folge Nummer 4. Das sieht gut aus. So, welches wird voll? Der rote oder der blaue? Beide nicht. Hier was im Schwarzen. Schwarzes Blödsinn, wir müssen den roten nehmen. Aber der rote muss immer anhalten und Platz machen. Ja. Hintergrund, das haut auch nicht ganz hin, da muss ich ein bisschen noch einstellen. Raps 77%, 80%, ich weiß nicht genau. Die müssen garantiert repariert werden. Weg jedenfalls. War das neu? Nee, noch nicht. Er ist ein roten. Reparatur ist heftig, weil auch der Verluste irgendwann auftreten. Aber frag mich nicht, wie viel Verluste das sind. Da wäre schön, wenn eine Meldung kommen würde. Jetzt ist es im Verlustbereich. Bitte einschalten. Besonders dann, wenn Helfer fahren, egal ob im Kursplay oder. Ja, das ist typisch. Das ist typisch. Statt dann auch die Ecke mitzunehmen. Aber das, denke mal, das kriegt hier das nicht in den Griff. Das ist ein KI, das ist so wie er programmiert ist. Ob dann nur einen Meter zu fahren ist noch nicht, das ist egal. Aber die Ecke ist jetzt Ende abzusehen. Da hinten arbeitet unser Flug. Da rechts ist unser Kalk unterwegs. Wir das Feld da vorne noch mal kaufen. Dann haben wir ein Komplex zusammenhängend. Und gleich zurückfahren. Mirabiati, unser Crossway-Fahrer. Der kennt die nicht. Ja, der ist der andere bei 70%, nee, 87%. War nicht mehr viel rein. Aber das steht sowieso. Wir müssen gleich mal drum kümmern. Aber das ist ein Abtank. Gehen wir mal rein. Der hat einen Traktor besorgen, Überlader-Funktion.
Muss ich die anderen beiden mal testen. Chip Tuning, die blauen. Chip Tuning ist 89% voll. Auch nicht schlecht. Ja, so 50.000. Ich jetzt, da kommt er zusammen. Vielleicht ist der Rapspreis der mit Frühlingsbeginn entsprechend hoch. Mal schauen. Müsste eigentlich so sein. Aber erst bleibt fast voll. 50.000. Dann gehen wir ein bisschen rein. Dann haben wir praktisch drei Hänger reingefahren. Also drei LKW-Ladungen, je zwei Hänger. Okay. 150.000, das macht zusammen 300.000, 450.000, vielleicht sind es 500.000 her, im Ganzen. Ich sag mal 1.000, ja. 500.000 muss das sein, geldmäßig. Wie gesagt, aktuell ist der 1.000er Preis. 1.003, 1.004 sind möglich bei Raps. Ja. Irgendwann nur noch verkaufen, wenn wir dann Geld brauchen. Ne? Aber zurzeit Raps, einer bei 84%. Das ist immer gleich Geschäft. Wenn wir unsere mobilen Reparaturwagen gleich losdüsen, nachdem wir den Schwarz abgetankt haben. Also ein Rapsende 3 Tage, also das heißt, im dritten Drescher müssen wir zunehmen. Also ein bisschen beschleunigt kriegen. Bei 3 Folgen, Entschuldigung. Dann nehmen wir gleich hier ran. Entschuldigung. Was wollte ich jetzt machen? Hat's vergessen. Na, wir haben dritten Drescher und die Sache wäre schneller verstanden. Ne? Denn ein Tag in der Jahreszeit ist schon viel. Das ist der Sommer, wenn wir 3 Tage Rhythmus spielen würden, 3 Tage Sommer, dann hast du nur 3 Felder Zeit. Also von vornherein auf 6 und 9 Tage gehen. Die kann man auf 5 einstellen bei Bedarf, dann düngen müssen wir auch noch und ab und zu mal kalken. Raps 3%, dann 44. Achso, ich wollte den anderen Servicewagen bringen. Den Servicewagen. Wo ist der? Der ist auch gleich mit Diesel vorhanden. Für den Fall der Fälle. Dann brauchen die Drescher nicht am Hof rein und können dann gleich vor Ort repariert werden. So. Zum Glück haben wir heute keinen Regen. Und Regen auch nicht vorhergesagt. Aber das spielt auch eine Rolle in Zukunft. Regen. Dürreschäden. Ernteausfälle, alles ist das jetzt in Zukunft möglich. Das heißt, man ist dichter am Bankrott, als man denkt. Anhänger haben wir nur 80 fahren, denkt, ja, aber den Augenblick, naja. Keine Polizei da, ne? So, hier müssen wir den Drescher ran. Da muss ich mal gucken.
fahren wir hier wieder rauf auf die Wiese. Gehört mir ja nicht. Muss ich mal ganz hinten aufmachen. Mal kurz schocken. Ja. Mal schauen, wo der, das, ja, der rote Feld ist da. Da können wir entsprechend näher reinfahren. So, liebe Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder reinschaut. Dann sagt mal Tschüss und in der Winkel. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.